Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sims 4. Mit mir, Schwachmaten und der absoluten abgeflippten Zicke neben mir. Sie hat was Extremes vor. Geh los, Alter. Mach, was du denkst. Jetzt was dazu sagen können, Mensch. Ne. Doch. So. Kosten 1000, nehmen wir mal, wa? Ja, mach mal. Haben keine Sims zum Einladen. Haben nur eine Person. Zwei erfordere dich. Dann gehen wir rückwärts und dann macht das mit mir. Ich glaube, ich habe ein paar Leute mehr. Also ganz raus. Wo? So, Catering. Habe ich jetzt? Müssen wir noch auf OK klicken? Ja, aber es wird ja nicht angezeigt hier. Ja, weil du einfach so Leute reinnimmst und jetzt kannst du auch weiterklicken. So, ein Ort. Museum? Nee. Nee, such ein geiles Haus. Ein Park? Nö, geiles Haus. Wieso? Park ist viel schöner. Es muss was Cooles sein. Eine Bar, Nö, Nachtclub, nö. Lounge. Nö. Lounge, Lounge. Da oben auf dem Dach ist cool. Das ist, glaube ich, nicht auf dem Dach gedacht, Ich oder? glaube, das war auf dem Dach, aber. Sternengucker, ja, doch, könnte sein. Kannst du mal durchgucken, was es noch so gibt. Ach Gott, nee, bei uns. Das ist geil. Nobelschuppen, Palmenpalast, Luxusallee. Ach du Scheiße. Na, was denkst du? Dieser Schuppen da. Das da? Ja, sieht geil aus. Na dann, Hm. auf die Party. Hoffentlich klappt das auch alles, ne? 1750. Boah. Kannst du mal sparen. Ich Real Life ist teurer. Ich weiß. hab's mir ausgerechnet schon. Mit allen Drum und Dran sind wir bei ungefähr 8000. Ach Quatsch. Doch. Mit allen Drum und Dran. Da sind die Flatterwochen schon mit drin. Die was? Die Flatterwochen sind auch schon mit dabei. 8000 insgesamt. So, Hauptziel heiraten, ja. Und nun? Erstmal alle reinschicken, ne? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich auch nicht. Was ist das für ein Schwachi? Du, alle gehen rein, bis du bleibst draußen stehen. Wie komme ich denn hoch? Alle sind so oben. Du musst auch hochgehen. Muss mal drehen. Ja, wie mache ich denn jetzt hier eine Zeremonie? Ich habe keine Ahnung. Wieso nicht? So weit bin ich noch nicht gekommen. Müsste der Kampflesbe befragen. Du kannst, glaube ich, da draufklicken. Also gucken. Nee. Doch. Da steht er daneben. Du brauchst keinen Hochzeitsbogen zu verwenden, aber eine Hochzeit ist erst eine Hochzeit, wenn du den Bund der Ehe schließt. Ja, super Tipp. Da musst du auf mich klicken und jetzt klicken. Oder? Mach einfach. Merci. Ich hab doch schon auf dich geklickt. Da. Ja, das wäre jetzt sofort heiraten. Und nicht mit so Hochzeitsfeier planen. Also. Ich habe keine Ahnung, vielleicht musst du da auch schon was besorgen. Ja, weiß ich ja eben nicht.
Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Wäre vielleicht mal praktisch, wenn du das Bild drehst. Vor allem, warum sitzen wir denn da alle? Vielleicht ist das oben. Muss mal hochgucken. Noch eine höher. Nee. Nee, das war's doch. Ich hab keine Ahnung. Also wir haben uns eine scheiß Gegend ausgesucht, wa? Geben. Ach nee, kaufen können wir ja hier nicht. Ah, die Zeit ist schon wieder fast um. Nee, da oben ist das doch. Nee, das hier ist hier das da. Ach so. Warte mal. Hier gibt's nichts zu trinken, nichts, gar nichts. Wir haben aber Catering und alles mit ausgewählt. Ja, ich weiß. Was ist denn das von Scheiß? Wenn es kurz vorm Ende ist, dann machst du wenigstens eine noch. Nee, keine weiße Torte. Wer befindet sich doch dort? Na schön, dass er Essen macht. Da soll die Torte fertig machen. Hm. Komisch. Ich habe echt keine Ahnung, wie das läuft. Ja, ist klar. Ja. Ich habe echt keinen Schimmer. Wo ist denn der Catering? Ja, da frage ich mich auch, weißt du, du bestellst alles, aber auf mir kommt nichts. Hm. Aber Kohle wollen sie alle. Kommt mir irgendwie wie in echt vor. Keine Sau hilft denen, aber alle wollen sie Geld. Ich krieg ihn zu viel. Das ist scheiße, dass es nirgendwo beschrieben ist, was man machen muss oder so. Ist zwar schick angezogen und alles, aber... Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube schon. Weil sonst müsste man ja nicht planen. Ja, aber vor uns stand da jetzt. Oder sofort. Hier steht da nur das. Weißt du, wie ich meine? Machen wir einfach, oder? Ja. So mal wieder heran. Ist ja keine Zeremonie. Diese Aufgabe, dass die das angucken sollen, ist erledigt. Hm. Irgendwie nicht, was? Doch, doch. Aber ob sie heiraten, ist es irgendwie nicht. Ach doch, die sind noch dabei. Doch? Ja, jetzt.
So, jetzt müssen wir nur noch was trinken irgendwie und ein Stück Torte nehmen. Ja, aber es die Torte ist ja nicht mal fertig. Weißt du? Zusammen ein Stück nehmen. Aber eigentlich ist sie ja noch gar nicht fertig. Die muss ja eigentlich noch verziert werden und so. Nee, das ist nur eine weiße Torte. Die ist komplett weiß. Da kriegen sie alle was ab. Dag Dag. So what a new loy. Abim Prapani Varuda. So. Ja, aber Catering finde ich hier nirgends. Stück Torte wird trotzdem nicht angenommen. Ja, die essen doch noch. Ist doch noch nicht vorbei. Achso. Jetzt brauchen wir noch was trinken. Ja. Hat nicht gezählt. Lass das Stück nehmen. Lass das Stück nehmen. Gibt doch auch keine Info, ne? Da kommt's. Oder? Nee, der räumt auf. Aha. Scheiße, das ist dreckig. Ja. Was für eine Spelunke. Hier gibt's nirgendwo was, wo man sich was zu trinken nehmen könnte. Da war das eine Fehlentscheidung, wa? Tja. Wenn man doch in die Bar gegangen war. Ja, da hätten wir jetzt was drin gehabt. Ja, der macht wenigstens was, aber trinken ist hier nichts. Vielleicht Wasserhahn. Wäre ja Gag, wenn das funzt. Dann hätte mal das System ein bisschen ausgetrickst. Weißt du? Hm. Da haben wir das Hauptziel erreicht. Ja, das Hauptziel haben wir so oder so erreicht. Hm. Was ist denn der da? Was? Hm? Was macht denn der da? Kochen. Der kocht doch wie so ein Homo. Hat nicht gezählt. Scheiße. Das ist... Naja, das Catering fehlt. Ach, jetzt geht die pennen. Ja, ich habe aber alles bestellt, hast du ja gesehen. Umsonst bezahlt, wa? Kannst du nicht mal das Catering auch weglassen? Ja, brauchen wir ja aber eigentlich. Wenn du natürlich in der Bar oder Gaststätte gehst, dann ist das Catering ja von Haus aus da. Da brauchst du kein Catering. 1010 Euro verdient. Tolle Sache, du pennst auf der Powerbank. Ist eh gleich vorbei. Ich kann es aber auch vorzeitig beenden. Ach, das ist doch nicht normal. Entweder sind wir zu doof dafür, oder... Hier gibt's nichts. Ich sehe aber auch nichts. Na. Eigentlich müsste das Catering um die Ecke gerollt kommen mit einem Wagen, wo alles drauf ist. So war es zumindest bei den anderen zwei Idioten. Weißt du? Aber auch erst beim dritten Anlauf haben sie es hingekriegt.
klau mal den Staffelei. Als Strafe. Ja, klauen kannst du nicht. Was ist das Scheiße ist? Direkt, das ist schon ein Horror-Ding. Mixerin. Ja, die macht aber nicht, ne? Das ist die Tante. Aber vielleicht, weil sie keine Bar hatte. Kann sein. Dass sie das bloß Geld verlangt, aber nichts machen kann. Ja. Wo ist die Trulla? Sitzt die? Ja, die sitzt am PC da. Die sitzt da am PC. Mach Cocktail Beach. Hab ich doch eben schon geguckt. Ja. Aber wir können hier aber auch nicht kaufen. Nee. Kannst du vergessen. Hätte man vielleicht vorher präparieren müssen. Ja. Weißt du was, wir machen das noch irgendwann nochmal ordentlicher, ne? Wir sind doch jetzt verheiratet. Nein, das werde ich dann so planen, dass wir das nochmal von vorne machen. Aber da machen wir es auch dann so, dass es klappt. Da wird das Szenario vorher mal durchprobieren. Das können wir auf einer zweiten Welt mal machen. Und dann tun wir uns das Szenario durchprobieren und dann gucken wir, wo es wirklich funktioniert. Und da, wo es richtig funzt, da machen wir es nochmal. Weißt du? Musst du mich halt im Wind schießen oder ich dich, wie auch immer, und dann nochmal von vorne beginnen. Soll ich es vorzeitig abbrechen? Lass halt drauf durchrennen und gut. Wo geht's auf die dritte Hütte? Silber. Gehen wir nach Heme. No? Den anderen Punkt fangen wir erst im neuen Haus an, ne? Du wirst dich jetzt in der nächsten Folge mal gucken, dass du irgendwie nicht mal ein Taxi kannst du dir rufen, wa? Diese Schwänze. Dass du guckst, dass du Vampir wirst. Irgendwie geht das ja. Ich hätte am Anfang die Möglichkeit gehabt. Weißt du? Was denn? Ich wollte was gucken. Meinst du, da ist noch was drin? Ja, jetzt haben wir jetzt wenigstens denselben Nachnamen oder wie schaut's aus? Nee. Das ändert sich nicht, weil dann hätten wir das von vornherein so machen müssen. Warte, können wir mal schnell machen. Darf ich? Wir gehen mal unter Speichern. Ich gehe mal kurz Pause dafür. Welt verwalten, glaube ich. Irgendwo ging das. Wir haben jetzt die dritte Folge, ne? Ja. Dann müssen wir, glaube ich, da, wo wir sind. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Da hat sich alles umgeändert, siehst du das? Ne, finde ich nicht. Ja, super. So. Das ist Baumodus. Auf die Person vielleicht gehen? Nö. Nee. Wir hatten es doch schon mal, wo wir auch die Haustiere hinzugefügt haben. Wie haben wir das gemacht? Ja, wenn ich das wüsste. Haushalte verwalten. In der Stelle dann kannst du Sims aus dem Haushalt bearbeiten.
Bitte brauchen wir einen gescheiten Nachnamen. Ich würde komplett neu Namen wählen. Plus ja, was? Das ist das Wort. King? Kings. Meister? Hm? Jetzt muss noch auf mich klicken. Auch die Hunde und Katzen müssen einer, ne? So. Ist das jetzt auch so? Ich muss da auf Häkchen klicken. So, jetzt gehst du da wieder raus. Gehst da drauf und dann kannst du auf Play klicken. Da müsste es eigentlich bearbeitet sein. So. Ja. Und mit dem Flop beenden wir die Folge. Erst kaufe ich nochmal was. Was denn? Ja, wenn ich das jetzt wüsste, wo das ist. Was suchst du denn? Verschiedenes Karriere. Nee, ich will keine Gebäude. Das ist alles, was du jetzt gerade hast. Da glaube ich ja. Ne, warte mal, wie war denn das? Die Fähigkeiten. Warum nicht? Kreativität. Ich glaube, dazu gehört das. Staffel oder was? Ja. Da. Ich dachte ja da. Ah, das ist die billige, ja. Die anderen können wir noch nicht. Traue, stellt sich doch irgendwo, macht er doch draußen einen schönen Platz, wo das denn stellt. Kannst ja eh rumrücken. Da oben 100. Ja, da bezahle ich. Ach so. Dann fangen wir den Profi an. Du musst doch Play drücken. Ach jo. Ja. Zumindest wir beenden jetzt diese Folge. Wie immer. Daumen da lassen. Lasst uns Kommentare da. Leitet uns weiter an jeden, den ihr kennt. Teilt es mit eurer Hund und eurer Katze. Das bringt nicht viel. Schickt eure Oma aufs Tablet. Mir egal. So, und damit sagen wir, nachdem wir neue Abos endlich mal kriegen, sagen wir auch offiziell vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in unserer nächsten Folge von Sims 4. Und ciao. Und tschüss.